Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die hier an Tag 13. Mit dem 13. Herrn Hirnsturz im Keller. Guten und Tag. Einer toten Frau hier oben. Hallo. Ich komme, wo bist du hochgegangen? Bist du an der normalen Base hoch oder an dem Turm? Normale Base. Okay. Guten Tag, Herr. Ja, wir haben länger Pause gehabt und wir haben jetzt irgendwie keine Zeit gefunden aufzunehmen. Jetzt war ich heute am Stream und der Kaiser war im Stream und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt hier im Livestream und deswegen machen wir jetzt hier ein Live-LP. Du hast eine Granate am Kopf liegen. Bitte? Hast du mir gesehen? Ist mir runtergefallen, ja. Nimm sie wieder. Wo ist sie denn? Weiß ich nicht. Liegt sie mir noch im Kopf? Nee, nee. Hier, fang! Geil. Oh. Wie da sagt das bei Jackie im Streamer, wenn du den Stift ziehst, ist Mr. Granate nicht mehr dein Freund. Ja, du, wenn du den Stift gezogen hast, geht's noch. Wenn du die Hand lockerst, dann ist es schwierig. Ja. Also ich habe jetzt dabei 446 Red Concrete Blöcke. Ja. Und wir haben hier oben, wir müssen mal dran denken, dass wir noch das Material von hier oben mitnehmen. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge Werkzeuge und so drin. Ja, machen wir später, würde ich sagen. Ja. Wollen wir mal rausgehen. Hast du die Orga mitnehmen, ne? Nee. Soll ich holen? Ich hole sie. Du holst sie, okay. Ich gehe schon mal zu unserem Bauplatz. Du kannst auch bei dem Bauplatz rauskommen. Ich habe ja eine Leiter hochgebaut. Ja, ich habe mir gerade die Haxen gebrochen. Nein. So wie du letzte Mal. Genauso. Das ist doch dachte, nachmachbar. Ich bin cool, spring durchs Loch, weißt du, und... Und dann bist du doch gestorben. Ja. Das ruckelt extrem. Ja, mir schmeißt es die FPS hier durcheinander, wie so 46. In der Aufnahme oder im... Nee, im Stream. Im Stream. Aber nochmal stoppen. Nee, alles gut. Lass laufen. Haben wir noch einen Splint hier irgendwo? Ich habe einen einstecken. Vier Stück. Achso. Komm einfach die Leiter bei unserer Dings hoch. Ja. Bei dem Türmchen. I come. Jetzt mal gucken, wenn ihr rauskommt, hüpft er wahrscheinlich runter und bricht sich die Haxen. Sind schon kaputt. Mehr noch mehr. Nee. Jetzt hängen wir die Knie an den Ohren. Genau. Meinst du, es bringt was, wenn ich die Bitrate fürs Stream ein bisschen runterschiebe? Nein. Das hat was damit zu tun, wie deine Grafikkarte ausgelastet ist. Du nimmst ja mit 1440, also das parallele Aufnehmen, wobei mich wundert, dass das stört. Es ging schon mal und es ging sehr gut. Ja, da ist irgendwas verändert. Entweder die Bitrate höher oder... Ja, die hatte ich wahrscheinlich hochgeschoben. Da ist er. Guten Tag. Komm runter. Guten Tag. Warte mal, eben regeln. So. Ist aber ein bisschen ein Sniper hier. Zwei Kills mehr. Boah, sieht das cool aus hier. Schreck mal das Interface ausmachen, Moment. Screenshot. Ja, hüpf runter, ich gebe dir einen Splint. Boah, das Geräusch habe ich jetzt schon. So. Also bei mir hat er kein Geräusch gemacht jetzt. Nein, ich habe auf ein Geräusch gewartet und habe gedacht, um Gottes Willen. Ach so. So, pass auf, du bist der Rampenmeister, habe ich gehört. Einmal kurz orientieren, wo sind denn, wo ist unsere Base? Die ist da, ne? Ja, also geht der Gang dazwischen bis hier rüber. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir einfach Richtung Westen. Dass hier die Horde angerannt kommt. Das heißt, wir bauen, dann gebe ich dir jetzt mal die Steinchen und du baust so ein bisschen vor. Oh je, ja. Ich geb dir jetzt einfach mal so zwei Drittel, da, liegen hier vor mir. When I really want. Danke. Ich hätte ja mal was zum Aufwerten mitnehmen können und ein bisschen Zement. Dann pass auf, dann fang du schon mal an zu bauen und ich hole. Willst du noch Woodframes haben zum Abstecken? Nee, ich hab Woodframes, habe ich alles gut. Okay, alles klar. Wir haben kurz mein Inventar hier. Dann hole ich noch mal kurz den, was zum Upgraden von den Blöcken und ja, es waren drei Viertel. Jetzt kommt die Regie ist schon wieder im Hintergrund. Weißt du, immer so Flöße wie im Theater. Echt? Sonst redet uns ja keiner rein, ne? Da kannst du Scheiße labern, wie du willst. Und stimmt. Dann hast du auch wieder Kommentare. Ich meine, es hat ja alles seinen Sinn. Mach den Monitor einfach aus. So, dann pass auf, dann packe ich mir die Taschen voll und nehme schon mal einen Teil mit. Und zwar von den Werkzeugen. Oh, Werkzeug. Jeder Gang macht schlank. Gott, nee, bitte nicht wieder runterfallen. Letztes Mal habe ich mir die Haxen gebrochen, weil ich hier irgendwie den Eingang zu dem Tunnel verpasst habe und mit dem Haxen aufgeschlagen bin auf der Kante. Ja. Auch ein bisschen unangenehm. Es tat kurz weh, muss ich sagen. Ja, vor allem das Geräusch, dieses
Sondern wo du denkst, jetzt springt der Knochen aus dem Schienbein. Wie unangenehm. Oh, da ist der Sprit alle. So. Das gehört im Zweifelsfall alles zu Werkzeugen und Waffen. Diese Large Tank Mod, das ist ja eigentlich. Oder hier ist ein Climber, den behalte ich gleich mal drin. Weißt du was, ich müll das jetzt hier erstmal rein, wenn ich jetzt stundenlang stehe und noch aussortiere. Ist ja voll die Rüstung drin. Und ein MR10, was ist ein MR10? Das weiß ich nicht. MR10? Ja. Hat das ein laufendes Magazin? Nee, fertig gebaut. Stufe 2 MR10. Sieht aus wie die Sniper so ein bisschen. Aha. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, mir auch nicht. Aber wir sind doch in keiner Mod. Also dann muss es ja... Ach, das ist praktisch wie die Hunting Rifle, nur mit 5 Schuss. Ach so. Okay. Kodierung überlastet. Mal kurz hier. Also wichtig wäre, dass deine Aufnahme nicht überlastet ist. Ja. Also ich meine, es wäre im Endeffekt beides wichtig, aber es wäre für deinen Zuschauer auf YouTube wäre es ein bisschen doof. Ja. Ich habe das auch noch. Ich spiele 7 Days to Die auf Deutsch. Seht ihr das, Streamchat? Und Zuschauer auf YouTube. Du spielst doch, stimmt. Oh. Ich spiele auf Deutsch. Ja. Frevel! Lange nicht auf Deutsch gespielt. Nein, ich habe die Scheißerei. Warum habe ich die Scheißerei? Ja, weil du auf Deutsch spielst. Warum habe ich jetzt die Scheißerei mit 29,8? Wie heile ich das? Gelber Tee, oder? Ja. Du warst früher immer mal, ja. Roter Tee? Auch möglich. Nimm alles. So, ich mach auch mal kurz den Stream aus und wieder an. Und gleich wieder da. Ja. Da. Bei der Aufnahme ändert sich jetzt gerade nichts. Warum habe ich jetzt die Scheißerei? Was habe ich falsch gemacht? Zuschauer wissen es bestimmt. Ich krieg's in den Kommentaren geschrieben. Kann man denn irgendwie was wissen? Vitamine, geht das? Benutzen, lass ich mal. Ich habe das auf Deutsch stehen, weil wir haben die Exitus-Mod zwischenzeitlich mal gespielt. Mhm. Und die Exitus-Mod ist eine Mod, die sich an deutsche Zuschauer richtet. Deutsche Spieler. Ja, deutsche Spieler und deutsche Zuschauer. Nee, nur an die deutschen Zuschauer. Antibiotika nehmen bei der Scheiß rein? Nee, es bringt alles nichts, gell? Ich müsste einen gelben Tee machen. Und den haben wir nicht. Gelb Tee. Na gut, dann, ich wollte ja auch jetzt nicht hier sinnieren über meinen. Achso, was mache ich denn hier? Meinen Schiss, den ich hier habe. Diese Richtung. Ekelhaft. Okay, aber es scheint runter zu gehen. 27,8, es sinkt langsam ab. Ich komme zu dir. Soll ich noch irgendwas mitbringen? Nee, brauchst du nicht. Ne? Okay. Was sagt man, jetzt könnte den Stream nicht starten? Ich drehe am Rad, ey. Naja. Das war ja immer. Oder es lag am Fleisch, weil ich habe dieses gedünstete Fleisch gegessen, weißt du, das gekochte. Vielleicht war das, ich meine, das gammelt schon ziemlich lang rum, solange wie wir nicht mehr aufgenommen haben. Es lag die ganze Zeit im Feuer. Ja, das ist richtig. Ungekühlt. Ungekühlt, ja. Aber Hitze konserviert ja auch irgendwann, ne? Wie komme ich hier runter, ohne mir was zu brechen? So. Ach, da. Oh. Guten Tag. Hi. Ja, ich gucke mal, ob ich Golden Rod Tee finde. Okay, ist jetzt deutsch. Wie heißt das? Goldrutentee? Ja. Sehr gut, ich hole jetzt Goldrutentee, Herr Kaiser. Gut, Rotkäppchen. Wander vorsichtig und pack auf den Wolf auf. Ja, ich schwinge mich auf mein Fahrrad und hole Goldrutentee. Oh Gott, ey. Gott, ich spiele 7 Days to Die auf Deutsch. Es ist so ungewohnt. Nö, ich lasse jetzt auf Deutsch. Für immer. Okay. Warum nutze ich das Moped? Weil das unten steht. Ach so. Ach so, ja, es wäre auch egal, ne? Ich gehe mal kurz in den Wald zum Goldrutentee. Wo ist denn hier Wald? So. Ich sehe vor lauter Wald den Bäumen nicht. Wir sind ja voll im Wald, oder? Eigentlich ja. Oh, jetzt habe ich hier die Scheißerei und das auf dem Sattel. Weißt du, wie sich das fährt? Das ist wenigstens die Kette schon geschmiert. Mhm. Ah, hier. Musst du aufpassen, hast du ein Schutzblech dran? Schützt auch die Reifen. Ja. Super Themen hier in 7 Days to Die im Let's Play. Wahnsinn. Ja, aber so ist das, ne? Wenn so. Du hast die Kackerei. Da. Mal ein Lied draus. Wir haben den 7 Days to Die Song haben wir immer noch nicht kreiert. Ach, stimmt. Ne? Ja. Ich habe immer noch das Notizblöckchen auf dem Desktop liegen.
Denn eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Hälse aller Zombies brechen. Dann bin ich OP. Und die laufen hinter mir her. Tut mir bald weh, keine Ahnung. Ja, oder so. Das können die singen und irgendwie Lieder machen. Das ist deine Aufgabe. Nee. Doch. Ich ziehe mich zurück. Zieh zurück aus dem Musikbusiness. Aus dem Musikbusiness, ja. Für heute. Für heute. So, warte mal, ich habe eine Seite. Machen wir so. Hier noch eine Etage mehr. So, da kommt eine Tür rein. Durch meine Diarrhoe habe ich jetzt Kotflügel am Fahrrad. Habe ich jetzt im dirigiert, das souffliert. Das stammt nicht mehr. Okay. Okay, ich habe ein bisschen Goldenrod besorgt. Goldrötchentee. Goldruten, ich muss jetzt gleich mal angucken, wie der heißt. Aber es wirkt anscheinend mit der Diarrhoe, wirkt wie wenn du vergiftet bist. Wie heißt das? Verseucht, ne? Also mit dem Honig. Ja. Im Honig. You can do it if you really want. Nee, war anders. Egal, ich lasse es. Jetzt sieht es aber besser aus für mich. Jetzt habe ich mal eben im Stream auf 5000 kW runtergeschraubt. Und dann geht's besser? Okay, hey, das kann sein, ja. Also zumindest... Brauchst du da? Brauchst du einen Eingang? Ja. Ausgang? Ich bohre hier ein kleines Loch für eine Türe. Okay. Diese drei Frames symbolisieren jetzt einfach mal die Schussanlagen hier, die Dart-Traps. Ah, okay, alles klar. Ach, das ist die blöde Leiter. Ja, dann schlage ich jetzt einmal weg, oder? Müsste nur einmal drehen und dann... So, flup, flup. Oh. Okay, es langt darum, jetzt hier runterzukommen. Ich mache mir kurz Golden Rod Tee. Soll ich dir was mitbringen? Nö, danke. Ein Snack? Ich hab alles, was ich brauche. Okay. Okay, so, Tür, Bums. So. Kochen. Wasser. Wir haben ja kaum Wasser. Haben wir denn irgendwie Schnee geholt gehabt? Haben wir auch nicht. Wir haben zwei Wasser da. Okay. Das ist nicht schön. Ich hab noch 10 Wasser in der Tasche. Also ein bisschen Wasser ist Goldrutentee. Ich koche mir einen Goldrutentee. Okay, dann hole ich mal... Das Spiel auf Deutsch geht nicht. Doch, das geht. Ich spiele jetzt mit Goldrutentee. Ich wollte mal die Waffe ausprobieren. Was lädt die denn? Ach, die lädt auch 7,62. Hat die denn eine höhere Penetration? Warte mal. 62 hat die ranged. Ja, die ist auf jeden Fall besser als die AK. Die hat halt, aber die AK hat halt mehr Schuss drin, ne? Aber 49 zu 62. Welches Level ist denn das Ding? 2. Achso, wer will dann? Warte mal, ich gehe mal auf Modify, habe ich gar nichts drin. Ja, dann gucke ich mal kurz in unserer Waffenkiste, ob ich da nicht noch einen Mod drin habe. Hier, Machine Gun, ne, das sind Parts. Das ist kein Mod. Nee, ich glaube, so viel Mods. Außer wir haben oben noch Mods. Da kamen uns beide angeflogen. Also du sagst, ich soll die Leiter mal auf der das auf der Hälfte drehen? Dass die Leiter hinten hochkommt? Dass wir da rauskommen würden, ja. Aber das ist... können wir auch später irgendwann machen. Ich schaffe jetzt erstmal hier so einen Boden. Dann mache ich uns mal eine Tür, oder? Bringen wir den Boden? Ja, gerne. Eine Eisentür. Ach, das ist in der Werkbank, das muss ich abbrechen, dann mache ich die im Inventar. Das müsste auch im Inventar gehen. Okay, da und da noch. Dann machen wir hier zu. Den Goldrutentee. Lecker. Willst du auch einen Goldrutentee? Ja, bitte. Zwar kann ich dir einen mit. Aber der ist lecker. Echt? Der ist gut für dich, der ist gut für deinen Magen. Der Goldrutentee. Der gute Goldrutentee. Jetzt schon die Kommentare. Warum machst du immer Spaß? Weil es in Deutsch ist. Es ist einfach ungewohnt. Genau. Also wenn ich das spielen würde, ne? Ich würde ganz anders spielen. Ja, auch besser. Bin ich von überzeugt. Ja. Ja. Wir müssten mal Glas ansetzen. Weißt du was? Dann gehe ich mal ein paar Gläser zerdeppern in der Umgebung. Oder kann man das mit Sand machen? Da kannst du mit Sand tun. Dann haben wir doch hier irgendwo haben wir nur noch Sand am Ende. Da. So, dann gucken, Formen. Ach, wir haben keine Forge zur Auswahl, das ist aber schade. Sind die alle voll oder was? Nein, ist Quatsch, macht nur Spaß. Achso. Ein Glaskrug, da brauchen wir noch Clay und Sand. Dann schmelze ich in dem mal Clay und Sand ein.
Clay. Ich hatte doch irgendwo hier Clay einsortiert. Ich glaube, so war das. Mit 57 Erde kommen wir längst nicht sonderlich weit, habe ich das Gefühl. Gut, dann hole ich noch mal ein bisschen Clay. Und kümmere mich um Gläser, dass wir was Anständiges zu trinken haben. Alrighty. Ich glaube, so war das. Schaufel nehmen wir mit und die MR10 machen wir den Waffen rein. Das wäre hier. So. War nicht hier. Ich komme. Aufgepasst, fest. Ich komme. So könnte das gewesen sein. Habe ich den Golden Rod Tate mitgenommen? Natürlich nicht. Okay, ich gehe zweimal. Irgendwie ist das doch kacke hier. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist das kacke. Okay, warte mal, dann müssen wir die hier müssen wir wegschlagen. Ja, ich kann ja Gott sei Dank hier noch so ein bisschen fixen. Fixen the mix. Ups. Komm ich nicht mehr ran. Leather. Ich glaube, so war's. Hier ist schon was kaputt. Bisschen Bohrer abgerutscht. Ja, kann sein. Diese Macke drin. Verschämt. Warte mal, ich mache erstmal ein Upgrade, oder? Von den. Ich hab doch extra Zement mitgenommen. Komm auf meine Hand. Klink. Okay, super. Also, geht. Ich baue einfach mal weiter. Und dann testen wir es einfach mal. Den Innenbereich kann ich ja schon ausbauen, ne? Von dem Turm hier. Ja. Also, nur unten am Boden vielleicht noch nicht. Ich muss noch irgendwann noch ein bisschen gucken, dass wir das Stromkabel ziehen. Okay. Ah, das ist aber erst für den zweiten Step. Wir haben ja erst hier zu Norde. Jetzt hätte ich den Boden nicht als erstes abgegradet. Wäre doof gewesen, ne? Also ich habe jetzt gleich Clay ohne Ende hier. Ich habe so viel Erde abgetragen. Ja, das ist gut. Da muss ich nicht schaufeln. Ja. Wieso kann ich? Doch, jetzt geht's. Ja, da setze ich mir direkt eine Leiter vor die Fresse. Das ist echt wieder... Ei, was hat er denn? So, 4,8% Dünnschiss habe ich noch. Alles gut. Oh, okay. Er hat ein Säckchen fallen lassen. Was ist wohl da drin? Geschenke. Ein Beaker und Vitamine. Also, weißt du, was früher rare Ware war? Ja. Kriegst du mittlerweile wirklich hinterhergeschmissen. In jedem dritten Zombie ist ein Beaker drin, ey. Genau. So, Tür habe ich auch. Könnte echt klappen. Falsch rum. Ne? Ja. Gehen wir mal. Richtig rum. Wichtig ist, dass wir den Gang sehr, sehr lang machen. So, Durchgang ist gesetzt. Stream den Gang, wo sie entlanglaufen, ne? Du hast doch so ein... Ah, da ist schon dieser... Ah, ich sehe schon. Ich habe es ja bei dir im Livestream gesehen, wie du das Ganze baust. Ach, du bist es. Entschuldige. Nee, ich bin nicht so langsam. Geschossen. Achso, nee. Deswegen Dünnschiss. Vielleicht wieder. Nee, gar nicht. Okay. Okay, gib mir mal den Clay, dann gehe ich nämlich runter. Ja. Und das Wasser bitte, dann würde ich das nämlich gerade nutzen. Ich hätte mir die Hälfte und ein bisschen trinken muss ich auch. So. Dann würde ich nämlich unten das nochmal einschmelzen. So, Leiter ist gesetzt. Langfristig müssen wir natürlich den Gang nach unten hübsch bauen, damit wir da nicht ankanten. Ja. Das Stream klappt das jetzt besser? Ja, ne? Müsste. Also, meine Zahlen werden nicht schlimmer. Okay. Oh, das ist ja richtig Clay drin, ne? Schmelze ich aber nicht alles ein. Das ist ein bisschen übertrieben. Dass die 6000 Clay kannst du komplett wegballern. Ja, aber nicht für die Gläserproduktion. Ach so, keinen Sinn meines Erachtens. So, 21 Glaskrüge haben wir schon mal. Ach, der braucht 12 Sand pro. Okay, der Clay ist noch relativ wenig. Wie heißt es denn eigentlich richtig? Lehmige Erde, muss ich jetzt sagen. Lehmige Erde? Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Ich würde das ja nicht über lehmige Erde, sondern ich würde es mit Lehmerde übersetzen. Weißt du? So viel mit Lehm.
Und einfach Lehm, genau. Ja, wobei, es ist ja, früher gab es ja mal Clay und Fertilizer oder was? Nee, das war Dünger, es gab noch den Waldboden, Soil. Oh, ich kann Schilder machen. Wie heißt die denn? Heißt die Sign? Ich kann immer noch Wooden Signs, kann ich immer noch suchen. Das geht ja, guck mal, ich kann immer noch Englisch suchen. Meile. So, 1, 2, 3, was brauchen wir denn? Machen wir mal 6 Stück. So, was haben wir denn hier? Goldrutentee setze ich nochmal an, ne? 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt guck ich nochmal auf 10. Das Fleisch. Das Fleisch hat ein 4%, dass du die Scheißerei kriegst. Ja, die ganzen Konservendinger nicht. Ich esse jetzt trotzdem nochmal. Wenn du brav Konservenfutter isst, dann bleibst du gesund. So wie ein wahres Leben, ne? Gekochtes Fleisch. Genau, gekochtes Fleisch, was 5 Tage im Feuer liegt. Gar kein Problem. Okay, das wird das. Dann haben wir 10 zum Schießen. Das ist gut. Genau. Hast du Bandagen, dass du mal eine normale Bandage dir reinziehst, dass dein Leben hochgeht? Dann bringe ich nämlich Fleisch und Tee mit. Ja, mach ich gleich. Nimm hier ein kleines Gerüstchen bauen. Sonst geht das nicht. Dann bringe ich dir gleich Golden Rod mit. Super. Bandage habe ich natürlich nicht. Ich kann mir hier. Ich gebe mir ein großes First AK. Bam! Nee, du brauchst. Ja, gut, Bandage geht auch. Du musst erstmal dein Grundleben hochkriegen. Weil siehst du, das steigt nämlich ziemlich schneller, als dein Grundleben ist. Siehst du das? Ich esse noch ein bisschen was. Wollt Meat ziehe ich mir nochmal rein? Weil mein Essen ist nicht so ganz so. So. Das ist nicht ganz so geil. Hier sind noch Gläser. Nochmal 12. Okay, wird schon. Also Gläser sind im Machen. Achso, warte mal, ich guck mal noch. Du hast hier Munition noch angesetzt im Tisch, ne? Für die Hordenacht. Boah, richtig gut. Richtig gut. Jetzt kommt im Hintergrund die Frau. Ich wollte gerade sagen, und die labert hier rein. Ist sie nicht gerade am Aquarium basteln? Ich hab schon wie sie im Chat. Kannst du mal Multistream anpassen? Ja, der hat einen will keiner sehen hier. Und jetzt so Hühner so, Tür auf, rein. Nee, der Mann nimmt dich auf. Oben dieses Live-LP hat nichts zu heißen. Ja, YouTube. So ist das. Ihr müsst mehr in Streams kommen, YouTube. Ja, kommen meine Streams vorbei. twitch.tv/spielekaiser oder twitch.tv/hinsturz, dann könnt ihr beim nächsten Mal dabei sein. Wenn es wieder heißt, 2 gegen den Rest der Welt. So, jetzt könnte dieses sogar fast hinhauen hier. Ein Bau. Einfach Bau schon mal. Ah, hier ist ein Stahlbeton. Sehr schön, schon ausgehärtet. Uiuiuiui, geht aber schnell bei dir. Und hier ist Treppen drin, oder wie? Ich hab dir was mitgebracht. Ja. Frühstückspause. Und Knoppers. Ja. Und direkt den Tee hinterher als Sicherheitsmaßnahme. Was denn jetzt? Jetzt raus. Hallo? Hallo? Ja, ich bin rausgeflogen. Keine Ahnung. Mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Okay. Pausebildschirm. Oder wir verabschieden uns. Wir sind bei 24 Minuten. Ja, dann. Geht's jetzt in der nächsten Folge weiter mit Bauen? Genau, nächste Folge bauen wir weiter. Vielleicht gibt's auch eine Doppelfolge, mal gucken. Vielleicht gibt's ja auch morgen schon wieder eine Folge. Das wissen wir alles noch nicht, weil wir wissen noch nicht, wie wir aufnehmen können. Der Preis ist heiß. Hashtag Flotter Otto. Nee. Ich weiß es nicht. Nee, ja, Flotter Otto ist gut. Macht ihr mal. Könnt auch Kotflügel. Hashtag Kotflügel. Ist vielleicht ein bisschen smarter. Yeah. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.